Wer ist denn der Chef? Das wird die Kerkerwand durch. Ja, okay. Der alte Boss starb an jedem Tag. Bist du der Boss? Habe ich mit dir schon geredet? Wir werden durch ein geheimes Tunnelsystem zu Burg Figaro gelangen. Niemand außer uns kennt das. Wir sollten langsam los. Geh mal weg. Okay, du sagst dasselbe. Geh weg. Wäre auch zu einfach gewesen. Jetzt kommen alle. Müssen wir sie besiegen oder was ist da los? Was willst du? Du störst, verzieh dich. Was willst du? Du störst, verzieh dich. Was willst du? Verzieh dich. Okay, kann ich mich irgendwie verdingseln? Oder muss ich erst den Chef da finden? Hallo, ich will einfach nur hier runter, meine Güte, Spiel. Okay, wir müssen wahrscheinlich den Chef finden. Wo auch immer der jetzt sein mag. Du sagst, du kennst den. Okay, nicht wirklich. Ich habe so eine Vermutung, aber ich frag mal. Nein. Das ist der kleine Junge, der Chef ist. Was? Gerard. Edgar. Rückwärts. Oder ein Anagramm auf jeden Fall davon. Hallo, Edgar? Was willst du? Edgar, bist du das etwa? Das ist doch Edgar. Edgar, keine Ahnung, was du willst. Hey Kleiner, ich nehme die da. Ist Edgar einer der... Also ist... Der Böse? Um es einfach mal so bland zu sagen. Ich bin beschäftigt, wir brechen bei einer Figaro auf. Lass mich in Ruhe. Jetzt tu doch nicht so unwissend, Edgar. Oder hast du etwa dein Gedächtnis verloren? Hört, es bedrückt mein Herz, so wunderschöne Frau wie euch enttäuschen zu müssen, aber seit meiner Geburt bin ich als Gerard der Grube bekannt. Aber du benimmst dich wie Edgar und daran wird sich so schnell nichts ändern. Niemand außer Edgar würde mit einer Frau flirten, die er loswerden will. Humbug, es ist eines Mannes Pflicht, einer Dame gegenüber höflich zu sein. Und jetzt entschuldigt mich. Es ist sein Bruder. Wir haben seinen Bruder dabei. Hätte man hier auch ohne Sabin hinkommen können und weil Sabin sagt halt gar nichts. Kennt also einen Weg in das Innere von Burg Figaro. Deswegen will er mit, weil der will in Figaro und... Okay. Yo, Boss. Man führt mich hinein, sobald wir in die Burg sind, werde ich die Route weisen. Lässt die aber nicht merken, dass das Edgar ist, die Idioten, die Banditen, die wurden von dem selber eingekerkert. Okay, wir haben uns aufgeschlichen. Wo ist denn Figaro? Wahrscheinlich da in der Wüste. In der großen, auf die wir gerade losfahren. Fahren wir gen Süden jetzt? Ja. Das müsste dann Südfigaro sein. Oder was davon noch rüber ist. Dass uns keiner gemerkt hat. Hallo? Mein Kahn bringt dich nach Nikea. Noch in der Stadt umsehen. In der Stadt umsehen. Dass er einfach neben uns steht und nichts gesagt hat. Also, ganz ehrlich. Wie sieht's hier denn aus, so von der Farbe her? Hat sich ein bisschen was verändert. Der Chef der Banditen hält sich in der Herberge auf. Okay, in der Herberge. Ich
guck mal, ob ihr wieder Items habt. Aber ich denke mal, wir haben alles schon eingesammelt und da wurde nicht aufgefüllt. Das hier blieb, also Südfiro blieb auch ganz gut verschont. Als ich neulich vom Schiff aufs Meer blickte, sah ich im Wasser einen riesigen Schatten. Unheimlich. Shit, wie hieß er nochmal? Leviathan. Den Namen muss ich doch eigentlich mittlerweile kennen. Nach den ganzen Final Fantasies. Mit dem Tag, als die Welt zerbrach, ist Burg Figaro verschollen. Ich meine, sind das Banditen. Puh, kriege ich denn nie meine Ruhe. Ich dachte, die wären in der Herberge. Das hier ist die Herberge. Stepp. Egal. Wir gehen doch nicht nach Edgar oder Gerard. Ein junger Mann war bis vor kurzem in der Stadt. Sagt der Sucher einen Schatz, der die Seelen Verschorbenes zurückbringt. Wer könnte das bloß sein? Burg Figaro blieb auf voller Fahrt tief und im Wüstensand stecken. Ja, Menschen, ihnen muss längst die Atemluft ausgegangen sein, ja. Sagt der Dieb. Wir dringen in die Burg ein und holen uns unsere Beute wieder. Das kleine Mädchen lässt sich hier auch nicht mehr blicken. Ja, ja, alles ist anders seit jenem Tag. Das kleine Mädchen. Kann ich hier das nehmen? Welches kleine Mädchen, meint er? Wir gehen, wie gesagt, noch nicht ins Inn. Habe ich mit dir schon geredet? Mit dem Tag, als die Welt zerbrach, ist Burg Figaro verschollen. Ja, ich glaube schon. Wir gehen uns erstmal in Figaro umgucken. Konnte ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Wand. Hier kann ich durch. Weil das ist keine Wand. Okay, dann gehen wir erstmal zu den Reichen. Aber erstmal gucke ich, was da los ist. Sie mögen Diebe sein, doch wenigstens haben sie ein Ziel vor Augen. Die sollte uns Vorbild sein. Er bringt ja nichts, nur Trübsal. Es bringt nichts, nur Trübsal zu blasen. Wir bauen die Stadt wieder auf. Ach, die wurde auch also getroffen, die Stadt. Und sie bauen halt wieder auf. Ich habe keine Heimat mehr, in die ich zurückkehren könnte. Du bist ja, glaube ich, aus dem Imperium, ne? Oder, glaube schon, ne? Ich bin mir aber da nicht mehr so sicher. Erstmal in das hintere Zimmer. Da waren die Kinder damals, die sind immer noch hier. Kaboom, tock, tock. Yippie, Magitech Max Kanonenfeuer. Okay, er sagt immer noch dasselbe. Auf Schildkröten musst du springen, hinüber sie dich bringen. Oh, ich habe nichts gesagt. Okay. Was mit Schildkröten? Kleines Mädchen, geh weg. Kleines Mädchen. Okay. Hallo. Da freut man sich, dass das Imperium mit Pauken und Trompeten untergeht. Und dann kommt direkt dieser Kefka vom Regen in die Taufe, wenn du mich fragst. Von irgendwoher zieht es in diesem Zimmer wie Hashsuppe. Diese Kälte ist unerträglich, würde ich die Öffnung nur finden. Okay, also das ist immer noch da. Dann gucken wir uns mal hier um. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwie was rumliegen. Auch mit euch konnte ich nicht interagieren. Hier war Celestia damals gefoltert worden. Ah, Speicherpunkt. Ich wollte gerade sagen, an den Raum kann ich mich nicht erinnern, aber das ist auch nur ein Speicherpunkt. Der war auch nur da, wo man hier damals mit Lock kam. Ist man da... Okay. Dass man da speichern konnte. Weil, wo man mit Lock hier war, konnte man nicht wirklich irgendwo hin. Eine betagte Uhr, deren Zeiger stillstehen. Okay. Aber die Tür ist ja noch da. Kommen hier noch Monster oder wie ist das? Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr so starke, ne? Wahrscheinlich sind immer noch die imperialen Soldaten, also ist ja schon irgendwo ein Witz. Du läufst weg, ne? Oder auch nicht. Eigentlich macht das keinen Sinn, hier rumzulaufen. Deswegen gehe ich... Außer ich habe da vielleicht irgendwie welche Items vergessen, aber ganz
egal ist das, weil die dürfen ja auch nicht mehr so geil sein. Wenn wir da was vergessen haben. Außer vielleicht ein Elixier oder so. Aber bis jetzt habe ich auch keine Elixiere benutzt, ne? Wir sind so bei der Hälfte des Spiels, also gefühlt. Und ich habe doch keine Elixiere benutzt. Das ist schon seltsam. Das ist wirklich seltsam. Ich meine, ich benutze selten Elixiere in Final Fantasies. Aber wenn ich daran denke, wie ich sie in Final Fantasy 5 einfach verballert habe, aber da hat man sie auch gefunden, so, keine Ahnung. Die sind am Meer. Wieso läufst du mir vor die Flinte? Wir dringen in die Burg ein und holen uns unsere Beute wieder. Okay, was mit dir? Ein Andenken ans Imperium, hä? Ui, mir ist schon ganz schwindelig. Habt ihr denn gute Sachen? Irgendwas für... Okay. Für Edgar, aber den haben wir ja gerade nicht dabei. Der muss ja sich noch anders ausgeben als jemand anderen. Diamantschild, grünes Baret. Diamantrüstung, okay. Da war die Brüne ja, da hat sie sich ja richtig gelohnt, dass wir die gekauft haben. Ausrüsten, Celeste. Und ich gehe auf Saben. Sag Celeste, geh auf Saben, also das ist wirklich intelligent. Ich bin noch ein bisschen durch. Die letzten Tage waren nicht so geil. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, dass mir, dass ich ein bisschen durch bin und mir nicht so mega prickelnd geht. Aber das Spiel macht schon Spaß und tut ein bisschen ablenken von der ganzen Scheiße, die ich so in letzter Zeit habe. Wieso ist hier eigentlich, von der Farbe her sieht Südfigaro anders aus, als ich das in Erinnerung hatte. Aber es kann jetzt auch nur so sein, dass ich doof bin. Wo kommt man denn hier aus? Da sind zwei. Da muss ich mir merken, dass ich da nach hingehe. Hier ist ein Krämer, aber ich glaube, wir haben eh nicht mehr so die Kohle. Und zweitens, okay, dürfte ja nichts zu Interessantes haben. Ja, ein Heilmittel halt, aber da habe ich, wie gesagt, nicht die Kohle für, also wirklich. Okay. Ich rede nochmal mit der alten Dame hier. Duncan soll leben, seine Frau hat mir überglücklich davon erzählt. Duncan soll leben? Ich dachte, er wurde von seinem Sohn ermordet. Wenn uns das doofe Licht der Verurteilung 100-mal die Stadt zerstört, wir bauen sie auch ein 100 und erstes Mal wieder auf. Gutes Denken, aber dass das so einfach wieder aufzubauen war, also ganz ehrlich. Da ist der Junge, der damals den Weg da bewacht hat, und der alte Mann ist auch noch da. Mein Opa war früher mal Bote für den reichen Onkel, der im Norden der Stadt wohnt. Gibt kein größeres Glück für mich, als dass mein Enkel noch lebt. Okay, ihm ist Alkohol mittlerweile egal. Aber das macht auch die Apokalypse irgendwie aus, dass das irgendwie einen so ein bisschen verändert. Okay, der geheime Weg ist weg. Irgendwie, wieso blinkt der Tab von OBS? Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl, dass die Aufnahme irgendwie nicht aufgenommen wird. Aber das wäre auch doof dann, aber naja. Duncans Haus. Ich wollte es selbst kaum glauben, doch man lebt. Er trainiert jetzt nördlich von Narsche. Nördlich von Narsche? Da war ja auch nicht wirklich viel nördlich von Narsche. Ich muss nicht wirklich da was benutzen. Ah ja, ins Inn wollte ich noch. Aber da waren ja noch zwei Leute da im Gebüsch. Die würde ich gerne nochmal gucken, was die da machen. Übrigens, die Bewegung, die ich hier gerade gemacht habe, da hier fliegt eine Fliege rum. Ich weiß nicht, ob man das so sieht in der Kamera später, aber es geht mir voll auf den Sack. Wenn ich kann nur mit dem Mann reden. Jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem. Auf geht's, packen wir es an. Ich glaub's einfach nicht.
Okay. Wer waren diese zwei? Und was wollen die überhaupt? Bin nun nochmal hier reingegangen, um zu gucken, ob die zwei Leute da vielleicht reingelaufen sind. Ich weiß nicht, wer die waren und was sie vorhaben. Dann gehe ich nochmal nach Gerard. Also ich weiß, was er vorhat, aber ich finde es eine dumme Idee. Er will sich durch die Banditen wieder nach Figaro, Elfenring. Ein Ring, mit der Elfenmagie beseelt ist und sein Träger vor Toxin blind schützt. Den habe ich gar nicht. Ja, ich hoffe den mal kurz. Ich will wenigstens einmal jedes Accessoire haben, damit ich weiß, wenn ich mal mich umrüste, dass ich weiß, was ich habe. Also, ich laber Scheiße. Damit ich, wenn ich mich umrüste, so eine gute Auswahl habe, das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt mal schlafen. Ich hoffe, das macht jetzt nichts. Ich hoffe, Edgar ist immer noch da. Gerard. Rakte wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich war gerade wirklich am überlegen, wie Edgar Request heißt. Harit aus, ich werde euch helfen. Du schon wieder. Edgar, was hast du bloß? Du hast alle Vorbereitungen sind getroffen, es kann losgehen. Du täusch dich, gib endlich auf. Seid ihr alle weg? Ja, sie sind alle weg. Okay. Ich könnte jetzt auch ein Chocobo nehmen, aber wie gesagt, ich mag es lieber so zu rumzulaufen. Weil Leveling und so. In dem Teil von der Welt waren wir ja noch gar nicht. Okay, hier ist einfach eine Bergkette. Feuer vielleicht? Haben wir Feuer? Nein. Ja, dann machen wir Feuer. Nur der Ozeanus hat überlebt, dann hauen wir einfach nur drauf. Magnitude 8. Oder Magnitude. Ich lese das halt Englisch, Magnitude. Aber Magnitude ist auch ein deutsches Wort. Okay, ich kann einfach drumherum laufen, okay. Aber wieso sollte man da nicht in die Höhle gehen wollen? Ich wollte eigentlich gar nicht speichern, ich wollte eigentlich heilen, aber... Muscle Memory aus irgendeinem Grund hat gesagt, ich muss speichern. Okay, alle besiegt. Gut. Was haben wir denn hier? Das ist doch Siegfried. Ich heile mal komplett. Weil ich da Angst habe. Diese Tunnel sind extrem gefährlich. Ich werde vorgehen und die Monster aus dem Weg räumen. Wartet hier. Da glaube ich aber gar nichts von. Wieso ist denn der auch nett zu uns? Ich meine, der müsste Saban noch kennen. Okay, eingekesselt. Das ist nicht so toll. Nochmal Runik. Was ist das da oben links eigentlich für ein Vieh gewesen? Das sah ja schrecklich aus. Er ist verwirrt. Jetzt auch nicht mehr. Gut. Blitzer. Hört mal auf.
anzugreifen, ihr Penner. Okay. Ihr dürft ja, das haben wir ja alles gelehrt damals. Also wahrscheinlich hätte ich die nicht mitgenommen, ganz am Anfang, wären sie voll mit Zeug. Die Kisten. Vor allem die hier, die war einfach leer. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich sie geöffnet habe und da stand da, dass sie leer war. Und ich dachte, was zur Hölle? Moin. Du bist doch... Bist du nicht... Scheiße. Ja, jetzt muss ich das machen. Besser warten eigentlich, weil dann stehen sie in der vorderen Reihe. Meteorit. Klappt das? Das war doch die Wache damals, als Kefka mit seiner Armee Nasche angegriffen hat. Das war doch der, der vor Kefka ganz weit hin und her gelaufen ist. Damals. Ist auch schon ein Weilchen her, dass Nasche angegriffen wurde von Kefka. Okay. Warte, erstmal gucken. Nein. Okay. Ich wollte heilen. Okay, ein paar von denen. Dann Aisra. Wieso sind manche... Okay, oder auch nicht. Wieso sind manche Magien billiger als andere? Zum Beispiel Aisra ist billiger als Blitzra. Ich wollte heilen, ne? Muss ich nicht wirklich, aber tue ich trotzdem. Nein, wieso gehe ich immer auf Ausrüsten? Das nervt so ein bisschen, dass ich so doof bin. Wahrscheinlich, weil Magie in andere Final Fantasies auf dem dritten Slot ist. Oh, da ist er ja. Wo ist denn Siegfried hin? Und wie geht es nun weiter? Komm schon, sei ein braves Schildkrötchen hier. Schildkrötchen hier rüber. Gibt auch leckere Schmackofatz. Ja, es hieß ja über die Schildkröte springen. Siehst du, Boss, ganz einfach. Hut ab. Hehe, danke, Boss. Hatte früher mal eine Schildkröte als Haustier. Der Siegfried. Was will der denn? Ich will erstmal gucken, wo ich hier auskomme. Wollen wir überhaupt, wollen wir Edgar überhaupt hinterher oder erstmal gucken, ob wir jemand anders bekommen können? Vielleicht kommt man hier auch gar nicht raus aus dem Eingang. Ja, der ist blockiert. Ja, ich will erstmal die Vita-Quelle benutzen, so wie ich das damals mal gemacht habe. Blub, blub, falsch. Direkt verkackt. Dann Aisra. Oder habe ich irgendwie ein Accessoire, das Magie billiger erscheinen lässt? Okay, dann mach ich mal Feuer, weil das dürfte eigentlich töten. Okay, gut. Gut. Wieso habe ich keine Magie eingesetzt? Ich bin so ein Depp. Aura-Kanone, bitte nicht auf Celeste. Auf sich selber. Gut. Einfach Aisra, damit hier der Kampf mal so ein bisschen zu Ende ist. Und du, wenn die überleben, kannst du dich heilen. Okay, oder auch nicht. Fliege, verpinkel dich. Okay, die Quelle hat nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich gerne gehabt hätte. Okay, das ist auch schon leer. Alles leer, wahrscheinlich als Siegfried oder die Banditen, was weiß ich. Ist Siegfried ein Teil der Banditen? Nee, hau drauf. Ich glaube, ich hab's sowas von verkackt. Ich rieche irgendwas, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, was das für ein Geruch ist. Das ist irgendwie merkwürdig, weil wir mitten in der Nacht haben und normalerweise sollte
es nicht nach irgendwas riechen. Kann ich da nicht durch? Oder muss ich hier durch? Ist das kein Durchgang? Oder einfach... Ach so. Habe ich falsch gesehen. Kann ich hier durch? Oder nicht? Besser... Pass mal auf. Ja, okay, voll verkackt. So. Okay, sie sind tot. Oder besiegt, oder was auch immer. Kann ich hier durch? Ah, da sind wir ja. Okay. Steht auch Edgar in der Gegend rum. Aber hier konnte man sich ja noch umgucken. Deswegen wollte ich erstmal das machen. Wenn das überhaupt geht und nicht irgendwie, dass hier eine Sackgasse ist. Ja, ganz unlustig, wenn das eine Sackgasse ist. Okay. Wir sind besiegt. Da ist er. Wir sollten uns etwas beeilen. Von wegen, er wollte... die Monster besiegen für uns, er wollte nur looten. Ich frag mich, wer das gesagt hatte, hat gesagt, man muss besser beeilen. Und dass einer von uns aus dem Team war, ob das Siegfried war, einer von Siegfrieds Leuten, wenn er überhaupt Leute hat. Ultros hat mal von Siegfried geredet. Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Mit dir bei Bewusstsein haltet es noch ein bisschen durch. Ich heile lieber noch mal eine Runde. Geh auf Ausrüsten. Ich voll Idiot. Okay, gut. Echt. Okay, der versperrt die Tür. Echt. Ex. Okay, er liegt. Also es soll liegen sein. Okay, das ist quasi der Dungeon für hier. Ex. Hier waren wir, glaube ich. Waren wir? Ne, hier konnten wir noch nie hin, ne? Dass der keinen anderen Sprite hat, ist irgendwie verwirrend. Okay, wir können auch gar nicht rein. Oder raus. Es würde da, glaube ich, rausführen. Okay. Ist das, also wurden die von den Banditen geschlagen? Also, oder ächzen die so, weil sie keine Luft haben? Oh, Blitzra. Kobold? Naja, er kann ja Kobold. Hat er ja irgendwann mal gelernt. Flecken? Hat? Für ein Ding. Ich glaube, das hat ihn nur verlangsamt. Nochmal, okay, jetzt hau ich aber nur drauf. Weil nur noch der Kopfgeldjäger, oder wie hieß du? Ich gucke so selten auf den Namen der Monster mittlerweile. In den vorigen Final Fantasies habe ich das viel öfter gemacht. So, mir geht so ein bisschen die MP aus mit Saben. Oh, cool. Schweberute, okay. Kristallhelm. Den würde ich gerne mal anprobieren.
Waren Sichel. Pass mal auf. Ich heile mal Saban. War vielleicht mehr draufhauen, vielleicht sogar besser gewesen. Ich hoffe, man kann sich hier noch irgendwie heilen. Kristallhelm. Gucken wir mal kurz an. Erstmal Saban, ich glaube nicht, dass du den tragen kannst, ne. Aber du. Der ist sogar besser. Nicht viel, aber er ist besser. Kannst du denn den Diamanthelm tragen? Nö. Gut.